Hi Leute, heute geht es um die Frage bzw. um die Aussage, das funktioniert bei mir nicht, das klappt einfach nicht. Und dann eben um die Frage, warum funktioniert es bei den einen, warum funktioniert es beim anderen nicht? Oh, ich faste seit Jahren immer mal wieder, aber das bringt überhaupt nichts, ich merke da gar nichts. Ich meditiere seit Jahren, ich bin nicht ausgeglichener, ich mache Sport, das bringt alles nichts. Und warum bringt es bei dem einen was, warum bei dem anderen nicht? Darum geht's halt. Viel Spaß beim Schauen. Warum funktioniert's nicht? Im einen. Und beim anderen funktioniert es. Das Ganze ist so, es gibt verschiedene Ebenen, die in eine Richtung gehen müssen. Es gibt verschiedene Kräfte, die zusammenarbeiten müssen. Sonst hat das Ganze gar keinen Sinn. Wenn du fastest und das Ganze nur aus irgendwelchen verstandesmäßigen logischen Gründen machst und dann so und so viele Tage einfach nur fastest, ohne auf deinen Körper zu hören und so weiter, dann hat es überhaupt keinen Sinn und ist kontraproduktiv. Lass es und faste dann nicht. Genauso ist es mit der Ernährung. Es kommt immer darauf an, wie man was macht. Und deswegen ist es auch von Person zu Person unterschiedlich. Du kannst im Äußeren völlig verschiedene Dinge machen. Am Ende, wenn du richtig eingestellt bist von all deinen Ebenen her, dann funktioniert egal was. Du kannst Geschirr abwaschen. Genauso kannst du einfach da sitzen, nichts machen, ausgeglichen und zufrieden sein. Du kannst Sport machen, du kannst keinen Sport machen, egal was. Die äußeren Umstände sind dann egal. So. Und es liegt daran, dass du dich verändern musst, wenn du die Dinge machst, wie du die Dinge machst. Und da geht es eben um vier Ebenen, die ich euch einfach mal vorstellen möchte. Und die vier Ebenen sind einmal das Physische hier, das man anfassen kann, das Körperliche, Mechanische hier, die Welt. So, das ist eine Ebene. So, also praktisch auch die äußeren Dinge, die wir tun. So, dann hast du die nächste Ebene, die nächste Kraft, sind deine Emotionen, wie du dich fühlst. Dann hast du deinen Verstand, was du denkst, was du dir für Glaubenssätze aufbaust, was für Annahmen du machst. Und deine Energie, die vierte Ebene. So, diese vier Ebenen, diese vier Kräfte, das kannst du gut vergleichen. Wie wenn du eine Kutsche hast und da hast du vier Pferde und die rennen alle in eine unterschiedliche Richtung. Das führt nirgends hin. Erstmal musst du an den Punkt kommen, dass du all diese Kräfte, all diese Ebenen in eine Reihe ordnest, in eine Richtung ausrichtest. Und dann ist es ganz leicht. Wenn du einfach nur vom Kopf heraus starten möchtest, deine Ernährung umzustellen, aber deine Emotionen und so weiter nicht darauf einstellst und da nicht mitziehst, dann ist es... Telefon klingeln. So, dann ist es, wie wenn du ein Boot, den Motor startest, losfahren willst, die Leinen aber nicht gelöst hast. Das Seil ist immer noch verankert, der Anker ist immer noch gesetzt und du startest den Motor. Einfach nur Energieverschwendung, kommst nicht von der Stelle, bleibst immer noch an der gleichen Stelle mit deinem Boot. Da kannst du fasten, was du willst, da kannst du deine Ernährung umstellen, was du willst. Bleibst an derselben Stelle stehen.
wenn du nicht auch mit diesen anderen Ebenen mitgehst und die anderen Ebenen in die gleiche Richtung ausrichtest. So. Wenn du deine Leinen löst, da ist gar nicht mehr viel nötig. Da musst du gar nicht viel machen. Du treibst im Fluss ja schon los, wenn du einfach dich von der Strömung treiben lässt. Dann brauchst du nicht mal mehr einen Motor. Aber wenn deine Leinen, wenn dein Anker noch gesetzt ist, dann geht nichts voran. Du musst deine Kräfte erstmal in die gleiche Richtung ausrichten. Das ist der wichtigste Punkt. Und alle Ebenen beachten. Nicht nur eine. Wenn du eine Sache machst, dann richte deine Emotionen darauf aus, dein Denken, dein Körper, deine Energien. Wenn all diese Ebenen stimmen, dann ist es ganz leicht. Dann kannst du machen, was du möchtest. Du kommst super schnell voran. Das ist der wichtigste Punkt. Aber wenn du nicht vorankommst, dann ist es, weil diese Ebenen in entgegengesetzte Richtung arbeiten. Die Pferde rennen einfach alle in entgegengesetzte Richtung, du bleibst stehen. Oder die Pferde rennen schräg in die Richtung, schräg in die andere, dein Kutscher zerhaut's für dich. Egal was. Dir geht's nicht gut dabei. Das ist keine Lösung. Also, bring diese Kräfte, diese Ebenen in Einklang. Schau, dass du all diese Ebenen beachtest, wenn du irgendwas, egal was, in deinem Leben veränderst. Also, ich wünsche dir viel Spaß dabei, viel Erfolg. Mach's gut. Ciao.